Hey, hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Video hier auf meinem Channel. Ich hatte euch ja bei Twitter gefragt, worauf ihr mehr Bock habt, Tennis, Fußball oder NFL, und die Community hat entschieden, es wurde die NFL. Es war aber knapp, muss ich dazu sagen, und ja, für alle, die das nächste Mal mitvoten wollen, ich werde es jetzt öfter mal so machen, einfach die Leute entscheiden lassen, was interessiert euch, ja, dann folgt mir auf jeden Fall bei Twitter unter @thoell. Findet ihr aber auch nochmal in der Beschreibung. Ja, nachdem jetzt circa die Hälfte der Saison vorbei ist, dachte ich mir, ich verleihe heute mal die Mid-Season Awards, aka Colin Kaepernick Awards. Ich habe leider keinen richtigen Award hier zu Hause, aber durch einen witzigen Umstand wurde dieser kleine Colin Kaepernick vor einigen Jahren zu uns geschickt und ist seitdem in unserem Besitz, und deswegen dachte ich, was gibt's Besseres als den Colin Kaepernick Award. Also ich habe mir 6 Awards insgesamt überlegt, da werden wir gleich durchgehen. Ich freue mich drauf, bleibt dran und jetzt geht's los. MVP ist ja klar, wird am Ende der Saison eigentlich immer an den besten Offensive-Spieler und an den besten Defensive-Spieler verliehen. Ich mache daraus jetzt einfach eine große Sektion. Im Vorfeld hatte ich überlegt, dass dieser Award eigentlich an Russell Wilson gehen müsste, den QB von den Seahawks. Russell Wilson hat ein durchschnittliches QB-Rating von 117,1, hat inzwischen schon 28 Touchdowns geworfen und das nur bei 8 Interceptions. Also wirklich eine grandiose Saison mal wieder für den QB der Seahawks, der auch schon letzte Saison sehr stark war. Aber dann habe ich eben weiter überlegt und dachte mir dann, Russell Wilson hat halt eben einen DK Metcalf, absolutes Biest an seiner Seite, und einen Tyler Lockett an seiner Seite. Also eine insgesamt sehr, sehr starke Offense. Und dann dachte ich mir, da gibt es doch sicher noch wen anderes, also einen anderen Spieler, der den Award einfach mehr verdient hätte. Und bin dann auf A-Rod gekommen. Deswegen habe ich mich umentschieden, habe gesagt, nein, Russell Wilson ist es nicht für mich. Es ist bisher ganz klar Aaron Rodgers, der QB von den Packers, der außer Devonta Adams wirklich niemanden wirklich an seiner Seite hat. Die Packers haben sich im diesjährigen Draft nämlich einen QB geholt, Love. Und ja, das hat wirklich sehr viele Leute überrascht, weil wirklich sehr, sehr großer Bedarf, gerade im Bereich Wide Receiver gewesen wäre, und es gab ja dieses Jahr auch wirklich enorm gute Wide Receiver. Nichtsdestotrotz, Aaron Rodgers hat nicht aufgegeben, hat bisher echt eine sehr, sehr geniale Saison auf den Platz gebracht, hat außer Devonta Adams wirklich eigentlich keine Waffe in der Offense und schafft es trotzdem, einen Rekord von 6-2 aufzuweisen, die Packers inzwischen. Der Rodgers hat wirklich eine grandiose Saison bisher auf den Platz gebracht mit einem QB-Rating von 117,5, also nochmal ein kleines Stückchen stärker als Russell Wilson. 24 Touchdowns und 2 Interceptions. Also wirklich super gut, super genial. A-Rod ist ja seit Jahren eine Bank bei den Packers, und ja, mich freut es enorm, dass er das auch dieses Jahr wieder zeigen kann. Und deswegen mein MVP und mein erster Award geht an Aaron Rodgers. Gut, kommen wir auch schon zum zweiten Award, und zwar Bestes Team. Und das wird sehr wenig überraschend für euch alle sein. Ich musste mich sozusagen fast dem Rekord einfach beugen. Und zwar ist das ja das einzige ungeschlagene Team derzeit, sind die Pittsburgh Steelers mit einem Rekord von 8-0. Ja, es ist eine perfekte Saison für die Steelers. Sie hatten noch keine einzige Niederlage. Und ja, es bleibt spannend, ob es in den folgenden Wochen bis zum Playoffs irgendeinem Team noch gelingen wird. Sie sind derzeit dementsprechend auch Erster in der AFC North. Ich habe mal ein bisschen in der Statistikkiste gekramt, und von 27 Teams, die mit 8-0 in die Saison gestartet waren, haben es immerhin 8 am Schluss auch den Super Bowl geholt. In die Playoffs sind alle dieser Teams gekommen, logischerweise. 15 davon sind auch wirklich bis in den Super Bowl gekommen. Also von dem her Daumen hoch für die Steelers. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das Geheimrezept der Steelers in dieser Saison? Also ich würde sagen, es ist vor allem das, dass sie keinen richtigen Starspieler haben, wie es ja bei vielen anderen Teams der Fall ist, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Teamgefühl, Team Spirit da. Ein bisschen erinnern sie mich an die 49ers im vergangenen Jahr, also wo man ja auch nicht so einen
krassen Spieler hatte, sondern einfach alle krass abgeliefert haben, Defense, Offense. Und so ist es derzeit auch bei den Steelers. 5 Spiele haben sie mit nur einem Score gewonnen. Das heißt, sie entscheiden vor allem auch knappe Spiele für sich, was wirklich Gold wert ist. Und ja, jetzt werden vielleicht einige sagen, die Steelers haben keinen Starspieler. Was ist mit Ben Roethlisberger, ihrem QB, Big Ben auch genannt? Natürlich ist Roethlisberger ein sehr erfahrener Spieler. Er spielt seit schon 2004 bei den Steelers und er hat schon zweimal den Super Bowl gewonnen und war auch schon 6-mal im Pro Bowl. Von dem her natürlich ist das nicht ganz unwichtig, weil gerade diese Konstanz auf der QB-Position hatten sie im vergangenen Jahr ja nicht, als Roethlisberger verletzt war. Steelers gewinnen einfach derzeit alle zusammen und es ist super cool anzugucken, dass so ein Team gerade so erfolgreich ist. Deswegen mein zweiter Award, bestes Team, Pittsburgh Steelers. Weiter geht's in den Mid-Season Awards. Schön, dass ihr noch dabei seid. Bester Rookie, sprich bester Nachwuchsspieler. Wer wurde jetzt gedraftet und liefert jetzt ordentlich ab? Das habe ich mich gefragt und hatte dann gleich mal 2 Spieler direkt im Kopf. Und zwar Edwards-Helaire von den Kansas City Chiefs und Joey Burrow von den Bengals. Nun gut, es war dann doch sehr klar eigentlich für mich relativ schnell, dass der beste Rookie Award an Joe Burrow gehen muss. Er ist auch derzeit, glaube ich, immer noch bei den Buchmachern an erster Stelle, wenn es um diesen Award geht. Der wird ja auch wirklich am Ende der Saison verliehen. Joe Burrow wurde ja im Draft an erster Stelle gepickt von den Bengals. Und ja, die Bengals sind jetzt nicht unbedingt ein Team, das man so auf dem Zettel hat. Meistens sind sie nicht so gut. Deswegen ja auch der erste Draftpick. Ja, die Saison von Joe Burrow kann sich wirklich sehen lassen mit 2274 Passing Yards für die Bengals. Das ist der drittbeste NFL-Wert, bevor die Bengals jetzt in Woche 9 in die Bye Week gegangen sind. Joe Burrow ist sogar so gut, dass es möglich ist, dass er den Rookie-Rekord von Andrew Luck von ein bisschen über 4.300 Passing Yards diese Saison noch knackt. Das wäre natürlich unglaublich. Würde ich ihm auch sehr gönnen, weil er wirklich sehr konstant spielt. Vor allem für einen Rookie. Man kann das gar nicht oft genug betonen. Es liegt ja wirklich sehr viel Druck auf dem QB. Und wenn das noch ein sehr, sehr junger, unerfahrener Spieler ist, dann muss man das, finde ich, doppelt so hoch anrechnen, wenn der dann eben sein Team so nach vorne bringt und ja, so konstant einfach Yards macht. Joe Burrow weist inzwischen auch schon 11 Touchdowns auf und das, obwohl er der zweithäufigste gesackte Spieler der ganzen NFL ist. Bam, badam, bam! Das heißt, der Rookie Award geht hiermit offiziell an Joe Burrow. Herzlichen Glückwunsch! Schön, dass ihr noch dabei seid. Ja, ich wollte nur noch mal kurz sagen, gebt mir gerne ein Like, lasst mir einen Kommentar da mit Videoideen, mit Anregungen zum Video oder aber, wer sind eure besten Spieler, bestes Team, bester Rookie. Lasst es gerne alles in den Kommentaren da. Vor allem freue ich mich natürlich auch über euer Abo. Als nächstes habe ich mir angeschaut, wie sieht es eigentlich bei den Trainern aus? Also es ist ja so, dass die Trainer bei den im American Football nicht so häufig rausgeschmissen werden während der Saison, würde ich behaupten, wie jetzt im Fußball. Aber es gab schon einen Trainer, und zwar Bill O'Brien von den Texans, der seinen Koffer packen musste. Dann hatte ich mir überlegt, ja, wer ist denn gerade auf dem heißesten Hot Seat? Und da ist mir gleich ein Name eingefallen, den ich aber gleich noch ein bisschen erläutern möchte. Und zwar wäre das Adam Gase von den Jets. Die Jets sind derzeit noch ohne einen Sieg in der Saison, was natürlich absolut kein gutes Ergebnis ist, selbst für die Jets nicht, die zwar immer Probleme haben oder vor allem in den letzten Jahren sehr viel Probleme hatten, aber ja, eine Null will, glaube ich, keine Franchise da draußen sehen. Ja, bei mir stellt sich aber so ein bisschen die Frage, ob sie Gase deswegen jetzt wirklich rausschmeißen würden. Man hat so das Gefühl, sie tun derzeit wirklich alles dafür, um nächste Saison den ersten Pick zu bekommen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man sich von Adam Gase erst zur Offseason trennen wird. Ja, meine größte Überraschung in dieser Saison ist wieder mal ein QB. Es tut mir leid, dieses ganze Video hat sehr viele QBs. Ich finde eigentlich, bin ich nicht so ein Fan davon, die QBs immer so krass in den Fokus zu rücken. Ich finde, die bekommen eh schon immer sehr, sehr viel Aufmerksamkeit im Vergleich zu anderen Spielern, beispielsweise Safeties oder allgemein Defense-Spieler. Aber es hat sich leider so ergeben. Deswegen ist meine größte Überraschung wieder mal ein QB und zwar Justin Herbert von den Chargers.
Ja, und wieso ist er die größte Überraschung? Also ich finde vor allem die Geschichte zu seinem ersten Einsatz in der NFL als Starter ist sehr, sehr witzig und ja, auch irgendwie interessant. Und zwar war das das Spiel ausgerechnet gegen den amtierenden Super Bowl Champion, die Kansas City Chiefs, wo eigentlich der QB Tyrod Taylor antreten sollte, der aber nur wenige Minuten vor dem Spiel ja außer Gefecht gesetzt wurde. Eine ganz skuriose Geschichte. Und so kam es dann eben, dass Justin Herbert gesagt wurde, okay, du musst jetzt starten, Tyrod Taylor ist raus, der ist verletzt, zieh dich an, so nach dem Motto. Nee, angezogen war er wahrscheinlich schon. Aber ja, los geht's aufs Feld. Und das ist natürlich für so einen jungen, unerfahrenen QB, wie es eben auch Rookie-QB Justin Herbert ist, ist es natürlich ausgerechnet gegen die Chiefs keine einfache Situation. Sie haben das Spiel dann tatsächlich auch verloren, aber es war sehr knapp und er hat wirklich enorm gut gespielt. Und einfach diese mentale Stärke zu haben, zu sagen, okay, ich war nicht darauf vorbereitet, aber fuck it, wir gehen jetzt aufs Feld und wir versuchen alles, um diesen Sieg mit nach Hause zu nehmen. Ja, Herbert hat schon ein QB-Rating von 104,7. Er hat zwar als zu viele Siege noch nicht einfahren können. Die Chargers haben aktuell einen Rekord von 2-6. Ich finde aber, das liegt nicht an Herbert. Herbert hatte für die wenigen Spiele, die er bisher erst gemacht hat, also er war ja nicht von Anfang an Starter, schon 17 Touchdowns und 5 Interceptions nur. Ja, jetzt nochmal kurz zusammengefasst, wieso war das jetzt eine Überraschung, dass er so gut spielt? Er war im College schon sehr konstant, hat einen sehr guten Arm, ist physisch sehr gut. Also das war nicht so überraschend, aber viele hatten ihn ja schon mit Mitch Trubisky verglichen und jeder, der Hard Knocks geguckt hat, ich finde, er wirkte auch in Hard Knocks wie ein Schulbub, als er da aus diesem Bus immer ausgestiegen ist. Und man dachte sich immer so, ja, okay, gib dem mal nochmal 2-3 Jahre. Also er wirkte noch sehr kindlich, finde ich, sehr jugendlich. Und ja, dass er jetzt aber, wie gesagt, auch diese mentale Stärke hat. Und dass er eben auch als Anführer wirklich auf den Platz geht, das hätte ich ihm jetzt nicht unbedingt zugetraut. Deshalb geht mein vorletzter Award als größte Überraschung an Justin Herbert. Gut, kommen wir zum letzten Award und das ist wahrscheinlich der emotionalste Award, jedenfalls für mich, und zwar ist das Comeback Player of the Year. Und da gibt es eigentlich gar keine Frage für mich und ich glaube auch für die ganze NFL und ich glaube auch für jeden Sportfan. Dieser Spieler hat mich wirklich emotional mitgenommen, seine Story hat mich mitgenommen, ich ziehe imaginär meinen Hut vor ihm. Es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Es geht um Alex Smith, QB vom Washington Football Team, der sich vor 1,5 Jahren circa bei einem Spiel schwer verletzt hat. Es war ein Bruch in seinem Bein, so weit, so gut. Es war genauer gesagt ein Spiralbruch, der sich vom Knöchel bis hoch ins Bein, bis zum Knie sogar gezogen hat, also ein extrem komplizierter Bruch. Ja, also dieser Bruch war an sich schon wirklich ein Schock für alle, für seine Familie, für ihn, für die Franchise. Und er wurde erfolgreich operiert, aber das Ganze ist da eigentlich erst losgegangen. Also seine Leidensgeschichte oder auch seine Comeback-Geschichte geht da eigentlich erst los, wo die OP erfolgreich abgeschlossen ist. Smith bekam nämlich starkes Fieber. Man hat ihn dann im Krankenhaus gelassen, zum Glück. Es sagen viele Leute, wäre er damals heimgegangen nach dieser OP, dann wäre es nicht klar, ob er heute noch leben würde oder ob er vielleicht ein Bein verloren hätte. Durch seine OP kamen irgendwie Bakterien in das Bein. Er hat eine Blutvergiftung bekommen. Sein ganzes Bein war komplett schwarz. Es folgte dann auch noch ein septischer Schock. Also es war wirklich, wirklich ernsthaft. Es ging um sein Leben. Smith hat insgesamt 17 Eingriffe über sich ergehen lassen. Die Ärzte haben alles getan, damit sein Bein nicht amputiert werden muss. Sie haben das komplette Gewebe, das eben so befallen war, weggenommen, haben das komplette Gewebe entfernt, dass am Schluss wirklich nur noch der Knochen da war. Es gibt dazu ein sehr, sehr gutes YouTube-Video, das die ganze Leidensgeschichte von Alex Smith nochmal genauer beschreibt, Fotos zeigt. Triggerwarnung ist nicht so ohne die Fotos, aber nun gut, so war es eben. Ich verlinke euch dieses Video sehr gerne in meiner Beschreibung unten. Es ist wirklich sehenswert.
weil man da drin eben dann auch nochmal mitbekommt, wie krass dieser Leidensweg überhaupt war und wie schlimm es um ihn stand. Ja, nachdem dann eben nur noch der Knochen übrig war, haben die Ärzte ihm aus seinem Rücken einen Muskel implantiert, als auch Gewebe, weil er ja auch wirklich gar keine Muskeln mehr an diesem Bein hatte. Ihr müsst euch das vorstellen, es war nur noch der Knochen da, also wie bei einem Skelett. Und das war alles sehr erfolgreich, zum Glück. Und dann ging es eigentlich auch schon mit der Reha los für ihn. Nach einer sehr, sehr schwierigen Reha, in der er wirklich Vollgas gegeben hat, sein Ziel war wirklich relativ schnell dann wieder, okay, ich möchte wieder laufen und ich möchte wieder in der NFL spielen als QB. Und allein dieses Ziel zu haben, da denken sich, glaube ich, viele so, okay, du bist krass verrückt, du hast im Grunde gerade dein Bein halb verloren. Mach mal langsam, aber nicht Alex Smith, der wirklich Vollgas gegeben hat in der Reha und sehr erfolgreich damit war. Es war wahrscheinlich auch sein Antrieb, muss man irgendwo sagen. Und so kam es, dass er am 11. Oktober diesen Jahres das erste Mal wieder für das Washington Football Team auf dem Platz stand. Es war ein Spiel gegen die Chargers und ich freue mich riesig für ihn, dass er dieses Ziel eben erreicht hat für sich selber. Und ich kann wirklich nur sagen, Chapeau Alex Smith. Ich sehe ihn jetzt auch nochmal mit ganz anderen Augen. Er war davor auch schon ein sympathischer Spieler, aber ja, ich glaube, von dieser Stärke können wir uns alle ein Stück abschneiden. Deswegen geht der letzte und für mich wichtigste Award als Comeback Player of the Year an Alex Smith. So, das waren meine Awards. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wie gesagt, ich freue mich über Kommentare, Likes und Abos auf meinem Channel. Und dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Video. Ciao.